Ich lasse mich zum Glück überhaupt nicht ablenken, aber es macht den Ladebildschirm etwas erträglicher. Bleib unten. Bleib unten. Ich hab gesagt, bleib unten. Ja, auf am T-Shirt zu kratzen. Ganz kurz gucken. Wir haben nichts mehr im Lager. Übrigens, du fällst gleich runter, gell? Wenn du so weiter drehst, fällst du gleich runter. Ja, das kennen wir schon. Ja, speichern. Also die Angewohnheit von Rockstar Games, das war bei GTA auch schon so. Und andere fallen mir gerade nicht ein, was ich so gespielt habe. Nein, nicht am Kabel beißen. Ich weiß, Katzen haben das ganz gern, aber jetzt bitte nicht. Arthur. Wieso eigentlich? Wir sind nur so gestresst. Ach, da drüben. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Stress in der Gemeinschaft ist ganz normal. So, we did pretty well at that train job, but the law showed up real fast. Too fast? Still seemed that way to me. But anyway, we made it out. Genau. Wir haben es ja geschafft. Da kennt man übrigens schon schön. Da, die Vulkanik-Pistole. Die haben wir ja schon aufgerüstet. Hör auf, bitte. Hör auf. Was? Nur Nasenstupser. Also, mal zum Einspielen. Wo ist denn eigentlich? Wir haben doch irgendwo ein Pferd. Da ist es. Ah. Ich hab Hals. Ich hab Hals. Ah. Die ist ja auch. Entschuldigung. Zum Glück passiert gerade nichts. Nur spielen haben wir auch noch nicht gemacht. Hat gerade nicht so ausgesehen, als würde sie uns glauben. Bist du nochmal schnell genug? Ganz kurz gucken. Das war's nicht. Und ein Siegwart lassen wir uns ja stehen. Den Rest haben wir uns ja schon wegrasiert. An der Seite. Nearly real, real life. Ja, mal ganz kurz. Entschuldigung, muss jetzt gleich nochmal auf die Karte schauen. Rock, was war da? Schafe und Ziegen. John hat dir gesagt, dass er versucht hat, in Wälder eine Dienstmöglichkeit zu finden. Okay, das will man gleich mal haben. Machen wir das dann doch gleich mal. Was ist da oben? Arcadia für Amateure, der 2. Okay, das ist das mit Fotografen. Mirk hat dich gebeten, ich mit ihm in der Lage, in der Nähe von Strawberry zu treffen. War nicht wie Strawberry. Das ist die eine Stadt da und die haben wir schon einmal komplett ausgeräubert. Dann Dodo lebendig, dein Blackwater. Kurz, wenn wir nicht reinkommen ins Spiel. Das hat mir schon gefehlt. Ich spiele das echt sehr gern. Und ich glaube später, wenn, wie gesagt, wenn es durch ist, dann werde ich auch noch auf Online umsteigen.
Da dauert es auch schon immer länger. Ach ja, wir müssen heute Munition machen. Das ist ja noch so. Was soll das jetzt? Irgendwer hat geschossen. Da muss ich natürlich sofort hin. Vielleicht Jäger, vielleicht. Repetierkarabiner, Springfield-Gewehr. Das sind nur die Pferde, okay? Ah, komm! Na los, stirb jetzt, wenn du abgestürzt bist. Das ist... So, toll, jetzt bin ich schmutzig. Ja, wir halten wieder hoch. Hey, ein wenig schon. Schön, dass du da bist, Gurke. Hallo. Die Division. Habe ich letztens gesehen. Und ich gebe zu, ich bin kurz am Überlegen, ob ich es mir vielleicht auch noch holen sollte. Aber... mal schauen. Also die Division 2. Weil, nur weil es halt nicht von der Story her keinen großen Sinn für mich jetzt zum Beispiel ergibt, ist es trotzdem ein gutes Spiel. So fair muss ich einfach sein. Doch mal zum Ball. So, was mache ich mit dir? Kann man den eigentlich... Ja, was recht. I won't tell the law on you. I ride with Colm O'Driscoll, you fool. Schon? Er kapiert's nicht. Er hat sich ganz gut gehalten. Also mit. Was waren das jetzt? 4 Treffer? Und ich habe nur geringfügig auf den Arsch gezielt. Wo wir schon dabei sind, Gurke hier auch gut Schuss im Spiel. Nein, das ist nicht. Wie war denn. Achso. Wieder wenig in die Störung reinkommen. Na? Kommst du runter, du heute Hü? Sehr schön. Das sind immer gut. Predator, hey!
Sorry, ich hab's erst im Chat gelesen. Hey, auch schön, dass du da bist. Du bist kein Mustang. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Wörter, ich bin heute geneigt, deinen Satz auch als Kompliment anzunehmen. Danke dafür. Mag ich ja normalerweise nicht so, aber heute denke ich. Obwohl, heute denke ich, das ist auch schon wieder so eine Aussage, die schon recht grenzwertig ist. So, eine Verdienstmöglichkeit und ich höre ein Schwein quieken. Was kann das jetzt wohl sein? Ich soll das Pferd vielleicht irgendwo anbinden. Ah, da. Ach, da ist er schon. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. Let's see. That train job was a start, but we need more money. Das stimmt. We get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Jetzt bin ich mal gespannt. Na los. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Ja, mir fällt es gerade auch nicht so richtig leicht, dem Typen zu trauen. Ich kenne ihn ja wohl. Hat er schon eine Mission mitgemacht mit ihm. Aber er ist so der klassische. Weiß nicht, irgendwie möchte gern. Also, da fehlt einfach was. Er will jetzt immer irgendwas Großes aufreißen. Ernsthaft. Ernsthaft, ihr habt doch gerade eins gekauft. Letztens um, weiß Gott, wie viel Dollar. Well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. I'm gonna have to take this on credit. Well, no, wait. We ain't even discussed terms. Or I can take it in a way that ain't so polite. Okay, okay, fine. You can pay me later. Ich hab da letzten Stream so viel Geld dafür rausgebuttert. Wirklich, im Story-Mode eine Waffe kaufen ist so dumm. Gewehre.
okay. Nee, es ist ein anderes. Ich habe ein Springfield-Gewehr. Aber das ist halt auch schon mit einem Steel-Fan-Rohr, mit einem recht starken. Dann nehmen wir halt. Reichweite. Da kann ich grad. Das Springfield-Gewehr habe ich. Reichweite ist eigentlich. Ist geringfügig kürzer. Also wirklich nur geringfügig. Naja, gut. Wir dürfen die Waffe selbst designen. Auf Kredit. Okay, dann macht es euch gemütlich. Das kann jetzt etwas dauern. Natürlich erstmal verbesserter Trall. Ganz klar. Weil Reichweite bringt Reichweite. Noch mehr Reichweite und wir noch zum Influencer. Ne, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Ah, okay, Veränderungen zahle ich schon. Na gut, passt. Ist nur fair. Holz ist jetzt nicht so wichtig, verändert unten auch nichts weiter. Und der Lederschutz sieht schon geil aus, den hole ich mir auch, weil die Zehner. Das ist eben schon ganz gerechtfertigt. Munition wird natürlich auch gebraucht. Gewehrmunition. Waffen bekommst du beim Büchsenmacher überall in der Welt. Ach nee, wirklich. Das ist jetzt eine Information, die habe ich unbedingt gebraucht nach gefühlt 20 Stunden Spielzeit. Mann, ich will meinen Black wieder haben. Das ist so schade, dass der Black hier auf einmal weg ist. Ich habe das Pferd echt geliebt. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No. You ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? And there's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Okay, und was sollen wir jetzt machen? Die Schafe erschießen, oder wie? Geiler Frisurenpack. Ein Irokesenpferd. Was ist das? Nutze ich jetzt gleich mal. Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Das ist nicht die Emerald Ranch, das ist das Ölviertel. Also die, naja, ihr wisst, was ich meine.
DexTV, hallo! Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, mach's dir gemütlich und bitte erwarte kein gutes Gameplay. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Nein. Bellator, das ist auch das Einzige, worauf du dich fokussierst. Gameplay. Naja, wenigstens hast du Prinzipien. Frames-Einbrüche habe ich gar keine. Auf was soll das hier nicht gehen? Also gut, ich darf die Schafe nicht treffen. Entschuldigung, jetzt muss man ganz kurz gucken. Ranger, okay. Nein, das war's nicht. Fertigen. Da brauche ich eine neue Konsole. Kann auch am Router liegen. Also wenn du jetzt auch so wie ich über den PC spielst, dann kann es auch am Router liegen. Auf was soll ich denn gehen? Ich sehe hier gar kein einziges Ziel. Dann bewegst du was? Ah, das sind die Ranger. Da kann ich ja lang gucken. Job done. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Oh, daneben. Es wäre natürlich cool, wenn ich den Kopf runterschieße, wenn ich den Hut runterschieße. Bewegt die Rücken ein wenig. Yep, that spooked him all right. Das war's jetzt? Alright, let's go round them up. Okay. Das erste Mal, dass ich einen nicht umbringen sollte, und dann bringe ich ihn natürlich um. Wo ich sonst immer Gewissensbisse habe. Let's go get the strays. You ever work on a ranch? Offen rund ist. Wie gesagt, es kann wirklich am Router liegen. Aber sonst wäre mir noch kein einziger Frames-Einbruch aufgefallen. Dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Und fürs Protokoll, das ist keine PlayStation Pro. Das ist die alte PlayStation 4. Also die erste. So, Schafe zusammentreiben. Wieso da was bringt's? Dex, ich meinte deswegen, falls du... Scheiße, ich soll jetzt gerade ein wenig aufpassen, was mit den Schafen passiert.